Hallo Leute, die Cola-Bohrung oder Schreie aus der Hölle. Die Cola-Bohrung ist eine von 1970 bis 1989 für wissenschaftliche Zwecke durchgeführte geologische Bohrung auf der russischen Halbinsel Kola. Sie erreichte 12.260 Meter Tiefe, ist seit 1979 die tiefste Bohrung der Welt und besaß bis 2008 auch das längste Bohrloch. Die Halbinsel Kola wurde ausgewählt, weil sich hier bis zu 2,5 Milliarden Jahre alte Gesteinsformationen befinden. Die Bohrung befindet sich etwa 10 Kilometer südwestlich von Zapoljarny. Nach dem Startschuss 1970 wurde das Bohrvorhaben in wenigen Jahren zu einem Vorzeigeprojekt der UdSSR. Das 200 Tonnen schwere Gestänge der Bohrmaschine Uralmarsch 1500 mit dem 21 cm breiten Bohrkopf drillte sich Meter für Meter durch das Gestein des Baltischen Schildes. Primäres Ziel der Sowjets, die damals tiefste Bohrung der Welt, das 9580 Meter tiefe amerikanische Bohrloch Bertha Rogers in Oklahoma, zu übertrumpfen. Am 6. Juni 1979 war es dann soweit. SG-3 hatte die US-Marke geknackt, doch die Sowjets wollten mehr. Sie wollten bis in eine Tiefe von 15.000 Metern hinabgehen. Auf dem Weg ins Erdinnere machten die Forscher jedoch unerwartete Entdeckungen. So gelang es ihnen, anhand ungewöhnlicher Geräusche in der Tiefe Erdbeben vorherzusagen. In einer 3000 Meter tiefen gelegenen Gesteinsschicht fanden sie eine sonderbare Substanz, die fast völlig identisch mit Mondgestein war. 6 Kilometer darunter stießen sie unerwartet auf Gold. Aber sie machten auch weniger erfreuliche Entdeckungen. Je tiefer sie kamen, umso mehr zeigte sich, dass es im Erdinneren viel heißer war als vorher berechnet. Als der Bohrer im Jahre 1989 die Tiefe von 12.260 Metern erreichte, herrschten dort nicht wie angenommen 100, sondern 180 Grad Celsius. Das Vorankommen wurde dadurch immer schwerer. Etwa zur gleichen Zeit gerieten Gerüchte über die Bohrungen in Umlauf. Bei einer Tiefe von 14 Kilometern hätten die Bohrer plötzlich durchgedreht, als ob sie auf einen Hohlraum getroffen wären, hieß es. Die Forscher hätten außerdem Temperaturen von 1100 Grad Celsius gemessen und verwirrt Messgeräte und ein hitzeresistentes Mikrofon den Schacht hinabgelassen. Die eigenartigen Klänge, die sie dort einfingen, hätten sie zunächst für Störgeräusche gehalten, doch dann, nach der Überarbeitung des Signals, aber eine grausige Entdeckung gemacht. Es waren menschliche Schreie aus tausenden gequälten Kehlen zugleich. Ja, liebe Leute, wo genau dieses Schauermärchen ihren Ursprung hat, weiß man nicht so genau. Vermutlich aber haben diverse Arbeiter dieser Bohrfirma das in Umlauf gebracht. Faktum ist, es gibt weder so ein Tonband, noch ist das Cola-Bohrloch natürlich nicht Eingang zur Hölle. Nichtsdestotrotz findet man aber immer wieder solche Geschichten im Internet oder auf YouTube und es ist ganz amüsant, das anzuhören.